Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von OrgaTV. Wie ihr seht, ist das Studio heute mal ein bisschen umdekoriert. Kein Pult, wir haben viele Gäste und wir haben heute eine ganz besondere Sendung, nämlich die Weihnachtssendung. Und ich würde sagen, die Gäste stellen sich zuerst mal vor. Fangen wir mal ganz hinten an. Ganz hinten, ja, also mein Name ist Christian Scholz. Ich mache seit ganz, ganz vielen Jahren diese Weihnachtssendung. Und die Historie der Weihnachtssendung ist, nein, die Kamera soll ich nehmen. Die Historie der Weihnachtssendung ist, dass im ersten Jahr von OrgaTV, von ungefähr 15 Jahren, kurz vor Weihnachten die Sendung ausfallen sollte, weil alle Mitarbeiter von OrgaTV Urlaub machen wollten. Das war so die Idee. Und Herr Stein, der hoffentlich heute Abend die Sendung sieht, und ich haben gesagt, okay, das können wir auch alleine. Und haben dann eine Sendung zu zweit ganz alleine gemacht. Das war die Idee und das war der Beginn der Weihnachtssendung. Und heute haben wir mal eine ganz andere Weihnachtssendung. Wir haben die junge Generation, die jetzt mal überlegt, wie sie die Top-Weihnachtssendung der letzten Jahre toppt, im Sinne von, das wird jetzt die richtig beste Weihnachtssendung. Und damit habe ich mich offiziell vorgestellt. Gut, dann mache ich weiter in der Runde. Stefanie Becker ist mein Name. Ich arbeite jetzt auch schon seit vielen Jahren am Lehrstuhl von Herrn Scholz. Ich denke, die meisten Zuschauer unter euch, unter Ihnen, kennen mich und ich habe auch schon die ein oder andere Weihnachtssendung bestritten. Und diesmal wissen wir nichts über die Weihnachtssendung und wir lassen uns einfach mal überraschen. Also, danke. Ja, ich bin die Jorkide Kühmann und ich bin halt hier zuständig für das OrgaTV-Team und deswegen... Ich glaube, das wird die beste Weihnachtssendung überhaupt. Und das ist ja mein erstes Jahr in der Weihnachtssendung. Ich habe große Erwartungen. Ja, hallo, mein Name ist Lisa Grotefend. Ja, für mich ist es auch eine Premiere. Ich habe noch keine Weihnachtssendung von OrgaTV miterlebt und freue mich auch ganz besonders auf die ganz tollen Einfälle des Teams. Okay, super. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit dem ersten Thema an. Genau. Und zwar so allgemein als Frage, was verbindet ihr überhaupt mit Weihnachten? Was ist für euch Weihnachten? Habt ihr irgendwelche Besonderheiten, die jedes Jahr immer gleich sind? Was ist Weihnachten? Weihnachten ist Stress. Echt? Meistens zumindest. Nein, zumindest die Zeit, bis dann tatsächlich der Urlaub anfängt, ist Weihnachten schon mit Stress verbunden, weil natürlich alles fertig werden muss. Gerade auch hier dann auf der Arbeit sozusagen, aber zu Hause ist das natürlich schon was richtig Schönes. Also ich mag Weihnachten total gern. Für Sie? Ja, Weihnachten, schönes Essen. Ja, das gehört dazu. Weihnachtsbaum. Definitiv. Schnee. Das klappt nicht immer. Ja, klappt nicht immer, aber es ist Teil vom Spiel. Jetzt ja. Lassen die ganzen christlichen Rituale mal aus. Ja. Aber unabhängig davon ist das eine super Zeit. Und bei dir? Ja, also wir feiern das jetzt nicht so. Nee, wieso nicht? Wieso nicht? Was machst du so diese ganzen Tage, wo alle frei haben? Ich mich auch, ja. Nein, also so ein bisschen feiern wir halt schon, weil wir haben ja einige deutsche Familienmitglieder in der Familie, aber so hauptsächlich ohne Geschenke und einfach nur so zum Essen und gut trinken. Essen. Genau. Also nur so gemütlich zusammen sein. Und Silvester wird dann bei uns ganz groß gefeiert dafür. Okay. Und was macht die junge Generation? Ja, das ist doch ja, Lisa. Also, ach so, ich bin die junge Generation. Oh, das ist aber nett. Das ist aber auch sehr freundlich von Ihnen. Weihnachten ist Familie. Also wir versuchen immer, uns alle irgendwie zu sehen. Deswegen mache ich immer die große Deutschlandreise. Das heißt, Sie pendeln durch die Familie? Vom Saarland nach Baden-Württemberg nach Thüringen. Einmal die Runde, oh ja. Damit man auch alle Strecke sieht. Ja, genau. Das ist wichtig, sonst ist es kein Weihnachten ohne die Familie. Und bei Ihnen? Also bei mir ist Weihnachten auch auf jeden Fall Familie. Großes Fest immer. Wir pendeln auch meistens nach Frankreich auch rüber, für den zweiten Teil der Familie zu besuchen und verbringen dann halb Weihnachten, also die zwei Feiertage hier, zwei Feiertage drüben so ein bisschen, versuchen das immer aufzuteilen. Und freuen uns halt immer, wenn wir alle zusammensitzen. Nur mit Familie oder auch mit Freunden?
Nur mit Familie. Wir haben eine ganz große Familie. Meine Mama hat 4 Geschwister, mein Papa hat noch einen Bruder und alle davon haben auch noch mal Kinder. Also gut, da kann man es durchmultiplizieren. Eine große Familie, ja. Und du? Also, bei mir steht natürlich auch die Familie im Vordergrund an Weihnachten. Aber es kam durchaus schon vor, dass ich auch mit Freunden gefeiert habe. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat am 24.12. Geburtstag. Und den versuchen wir dann immer morgens vor den Familienfeiern noch zu überraschen. aber worauf wir hier gerade hinaus wollten, das wurde es noch gar nicht gefallen. In der Weihnachtszeit, da geht es ja nicht nur um Familie und so und um Zusammensein, sondern für viele auch um gutes Essen oder um andere Gebräuche, Gewohnheiten. Und ja, dazu gehört ja auch Glühwein, oder? Ja, genau. Wenn es schön kalt ist. Also, auch wenn unser Plan jetzt nicht ganz aufging, dass das Wort fällt. Ich meine, das war jetzt so offenkundig. Also, das tut mir leid. Ich bin ja bereit, auf Reflexe reinzustecken. Zu offensichtlich. Ach nein. Doch, zu Weihnachten gehört auch Glühwein. Ja, wirklich. Zumindest für uns. Und ich glaube auch für alle anderen. Das auch, oder? Ja. Ja. Ja, und da wir haben, super. Da haben wir schon 2, 3 Glühwein-Sachen erlebt. Doch, von mir. Oh ja, schöne. Wir hatten schöne Glühwein-Sachen. In Hamburg waren wir. In Bremen waren wir. Wien war eine. Das war eine wunderschöne Veranstaltung, wo wir auch beim Glühwein waren. Ja, also es gibt schon ein paar Glühwein-Geschichten. Das ist jetzt die dritte Variante. Gut, dann okay, heute super. Machen wir Glühwein mal selbst. Ja, dann mal los. Oh, super Idee. Wir haben mal von weißen Glühwein bis roten Glühwein alles eingekauft. Und das ist jetzt euer Part. Ihr müsst einfach mal zusammenmischen, was ihr denkt, was in euren perfekten Glühwein reinkommt. Ich habe noch nie in meinem Leben Glühwein gemacht. Ja, dann gehen Sie mal an. Die stehen ja schon mal dann da. Dann gehen Sie mal an. Ich dachte, da kommt immer nur so aus dem Topf raus. Nein, die richtigen Zutaten stehen ja schon mal da. Dann können Sie das jetzt kann jetzt nicht so schwierig sein. Können Sie alles reinschmeißen. Reinschmeißen, was Sie wollen. Geben wir da jetzt weg. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir helfen. Ich unterstütze natürlich. Okay. Dann probieren wir das mal. Ich tue das mal weg, da brauchen wir keinen Ton dazu. Das ist nur peinlich. So, es ist eh schon weg. Okay, gut. So, wie soll das jetzt werden? Ja. So, das heißt, wir könnten einen roten oder einen weißen machen. Genau, einen roten oder einen weißen. Will ich natürlich weißen? Alle helfen. Der ganze Lehrstuhl soll das zusammen. Ich habe noch nie Glühwein gemacht. Also habe ich da keine. Also ich habe noch nie Glühwein gemacht, aber das ist zumindest ein WMF-Topf. Genau. Okay, das erkenne ich wenigstens. Aber das ist die alte Variante mit diesem. Also, gut, da kenne ich mich mehr aus als von Glühwein. So, und jetzt? Dann halten Sie doch den mal hier. Ich halte den Deckel. Das den halten Sie auch? So. Kannst wir nehmen den roten geben? Am besten. Oder genau, rot. Roten. Okay. So, und jetzt? Ich würde sagen, eine Flasche reicht müssen für alle, wir da aber nicht. Den Wein reinschütten? Genau, erstmal den Wein rein. Das gibt man hätte auch zuerst können diese Gewürze anrösten und dann den Wein drauf. Das ist auch eine genau, Idee. Dann tun Sie mal. Was muss ich hier anrösten? Dann machen wir das doch mal. Wir schalten mal ein. Aber ich kann doch nicht hier Zucker reintun, oder? Warum? Na, warum nicht? Ja. Wenn es langsam erhitzt, verläuft ja. So, das ist doch schon mal gut, oder? Wollen Sie noch mehr Zucker kriegen? Weiß das wer? Ich würde noch mehr reinmachen. So, also die können wir reintun. Ich glaube nicht, dass wir das hier reintun sollten. Das ist Sternanis. Vielleicht eins. Mit wollen Sie bitte jetzt hier mal herkommen? Steffi, jetzt kommen Sie hierher und helfen mir. Soll ich hiermit was machen? Das sind da Nelken. Wir auch so ein paar Nelken mit rein. Die sollen angeröstet werden, sind Sie da sicher? Ja, dann entwickeln die vielleicht mehr Aroma. Okay. Auch das Vanille? Haben wir nee, nicht Vanille, das haben ist Zimt. Löffel? Haben wir einen Löffel zum Umrühren? Ja, hier liegt sowas. Was ist denn der schärfste Alkohol, den wir haben? Das müssen wir das ist der Rum. Das sollten wir jetzt zum Anrösten dann langsam das Blut geben. Tun Sie es mal. Machen Sie ein bisschen was rein, wenn das anfängt zu zucken. Den Rum? Ja, aber wir warten mal noch kurz. Gut, lassen wir das mal karamellisieren. Oh, das riecht aber schon gut. Mhm. Ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Muss man das vielleicht ein bisschen höher schalten? Geht das noch? Das ist die höchste Stufe. Höher das geht nicht mehr. Gut, die Weihnachtssendung geht wie lange? Bis zum Ende des Jahres. Das können Sie mir hier reinfilmen und zeigen, dass sich noch gar nichts tut.
Ist das, aber es riecht schon gut. Wird das gut übertragen, dass ich hier gar nichts tue? Also, der Zucker verflüssigt sich schon leicht. Die kleineren Stücke. Aber das sehen doch nur Sie. Ja, das sehen euch. Vielleicht sollte die Kamera mal ganz kurz von oben aus der Draufsicht. Ich halte ja vor. Sehr vielseitig hier. So. Langt das Kabel? Oh, ach, ja. So, jetzt tut sich was. Ja. Noch ein bisschen, sonst macht das keinen Sinn. Sonst haben wir jetzt, die Idee war, glaube ich, gar nicht verkehrt, dass wir das hier anrösten müssen. Soll ich sowas hier auch schon reinschmeißen? Ich würde da jetzt wird das... Noch nicht wahnsinnig, aber jetzt rein damit. Jetzt rein mit Alkohol. Los geht's. Halt. Gleich kommt der. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Nochmal, noch ein bisschen was. Wir fangen mit Alkohol an. Der Kontor hat ja nicht so viel Alkohol, oder? Nicht der, so viel. Hui. Der ist ja nur süß. Ja, weiter. Ich würde erst nochmal... Wir können auch einfach nachlesen. Wie viel hat er auch Alkohol oder hat er keinen Alkohol? 40%. Der Orangenlikör hat auch Alkohol. Wo ist der Orangenlikör? Holen wir den Orangenlikör. Der Benni hat in der Hand Orangenlikör. Warum meinen Sie Orangenlikör? Dann tun wir den erstmal rein. Jetzt sind wir im richtigen Weg. So, die Orangen können dazu. So, wenn das Orangenlikör war, müssen wir... So, das brennt uns an. Ja. Jetzt rühren wir. Jetzt müssen wir Alkohol rein. Ich mach den Wein dazu. Diese wollen auch da rein? Noch ein paar. Ja, die hatten wir schon. Haben wir die schon? Der Zucker hängt etwas am Boden. Ja, der löst sich gleich auf. Okay. Woher wissen Sie das? Jetzt mit Flüssigkeit hoffe ich doch, dass der sich mit dem Alkohol verbindet. Das tut sogar nicht. Doch, es tut sich. Das ist also der richtige Umrührlöffel dafür. Tun Sie mal von da oben, Sie kommen da besser hin. Ich tue da jetzt nochmal Zeug einschmeißen. Also es müssen diese Sachen hier rein, glaube ich, oder? Sieht auf jeden Fall gut aus. So. Das riecht ja, gut, ne? So, jetzt wird das hier richtig gemacht. So. Und OrgaTV dauert genau 60 Minuten, 30 Minuten, mal gucken, wie wir das schaffen. So, jetzt können wir noch so eins hier reinschmeißen. Jetzt können wir das noch reinschmeißen und das noch reinschmeißen. So. Das sieht doch nach Glühwein aus, oder? Ja, das riecht auch so. Noch ein bisschen Rotwein, okay. Damit es auch nachher für alle reicht. Ja, aber ich habe schon, da ist eine ganze Flasche drin. Ja, wir haben noch drei. Wie viele Leute haben wir denn draußen? Ja, alles vorgesorgt. Ja, klar. Das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Das haben Sie eine neue Glühwein-Story. Das haben wir neu. Das ist nächstes Jahr, ja? Ja, das war schon mal ein Highlight. Das war schon mal gut. Die Sendung ist schon gelaufen, akzeptiert. Glühwein hat mal in der Intensität. Nee, so, der Zucker hat sich auch aufgelöst jetzt. Der ist weg vom Boden. Die Frage ist, ob es reicht mit dem Zucker. Müssen wir vielleicht nochmal. Nee, es reicht dann hier nicht. Kann man die so reinspeisen oder muss man die irgendwie. Nee, kann man so reinspeisen. Lösen die dann auf oder was tun die dann? Das muss man vielleicht nur noch ein bisschen warten, bis ich das alles. Also, ich würde intuitiv, ohne es geschmeckt zu haben, das ein bisschen kochen lassen. Würde ich noch Zitrone reintun. Sonst wird er zu süß. Okay, da sich hier nicht mehr so viel Sichtbares tut, wollen wir jetzt endlich kochen, den Weihnachtsmarktbeitrag. Ja, das tun Sie mal. Wir tun ja, das passt zu Glühwein, passt der Weihnachtsmarkt, dann zeigen wir jetzt den Weihnachtsmarktbeitrag. Bis dahin ist der Glühwein dann auch fertig. Hi, wir sind auf dem 42. Alsaarbrücker Weihnachtsmarkt am Schloss. Wir haben gehört, dass der extrem cool sein soll. Über 200 Stände geben und wir werden jetzt mal gucken, wo es den besten Glühwein gibt. Sehr gut.
Wir haben gerade schon eine kleine Runde gedreht und wir müssen sagen, bisher gefällt uns der Weihnachtsmarkt richtig gut. Und als nächstes gehen wir mal den besten Glühwein suchen für euch. Fertig, oder? Ja. Tobi, war der fertig, oder? Was hast du da genau? Feuerzangenbowle. Und was ist das? Zweimal. Ja, das ist der Zuckerhut und der Rum mit dem Saftbrennteil, ja? Zweimal. So, was wollt ihr jetzt? Zwei Stücke? Ne, vier. Fünf sogar, wohl leck. Ja, hier sind wir wieder zurück. Der Glühwein köchelt so langsam, der wird ziemlich warm. Wollen wir den Glühwein jetzt schon probieren oder erst später? Ich würde mal sagen, Sie probieren mal ein Glas und dann. Genau, ob er schon warm. Ja, fangen Sie doch mal an. Ja? Ich habe gehört, Sie sind der große Koch, also jetzt probieren Sie mal Glühwein. Komm, ich halte den Deckel. Was ist so Ihre Hauptkochspezialität? Außer Kräuter in Butter anrösten? Wir haben Zucchini-Schnitten gemacht. Okay. Zucchini-Schnitten? Das klingt aber sehr gesund. Es war vegetarisch geplant und wer vegetarisch wollte, hat dann auch die vegetarische Version bekommen. Okay, gab es auch eine richtige? Ja. Eine richtige? Ohne Zucchinis. Ohne Zucchini mit Fleisch. Also wo man die Zucchini weglässt und ersetzt durch irgendwas anderes. Nee, es gab nur mit Zucchini, aber dann unten war dann Fleisch zwischen dem Reis und dem Gemüse. So, ich habe jetzt gerade was gelernt. Also Glühwein habe ich auch noch nicht gekocht. Und da dann Nelken drin sind und der Sternanis, lohnt es sich, was man einschenkt, vorher zu sieben. Nur dann bräuchte ich jemanden, der mir hilft. Wie wär's? Ja, ich gebe den Topf einmal weiter. Und genau, du hebst es einfach runter, während ich hier siebe. Und ich bin auch ganz vorsichtig. Ich will nur in der Freizeit die Hände verbringen, nicht beim Arbeiten. Ist aber nett. Sag mal, wie weit sind wir denn? Ist der Becher voll? Ich würde sagen, zum Probieren reicht es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, Benni, teste mal. Okay, der Frau Koster hier. Prost. Ja. Dankeschön. Ja, Close-up auf sein Gesicht, bitte. Wow. Also. Super fruchtig. Echt super fruchtig. Kein Alkohol. Nee, man schmeckt fast keinen Alkohol. Ist auch keiner drin. So muss er sein. Kein Alkohol schmecken. Okay, also. Schmeckt super fruchtig. Bin ich gar nicht gewohnt von Glühwein, dass das jetzt so fruchtig ist. Habe ich viel zu viel Orange reingeschmissen. Es gibt nicht zu viel Orange. Genau. Einfach probieren. Dann wissen Sie, was Sache ist. Und ich finde, es gelungen. Also. Wir haben vielleicht jetzt nicht das typische Glühweinrezept gekocht, aber auf jeden Fall ein gutes. Das ist der Orga-Glühwein. Ja. Habt ihr gut gemacht. Ich würde sagen, der Benni und ich sieben dann weiter und kippen den Glühwein ein. Und wir schauen den nächsten Bericht an. Sie könnten uns vielleicht mal erklären, da hier einige oder unser ganzes Team entweder vom Alter oder vom Verhalten her zur Generation Z gehört, was genau die Generation Z ist. Das können Sie anhand
das Plakat okay. erklären, deswegen haben wir das da hingehangen. Ah, das ist aber lieb von Ihnen, okay. Das ist doch mal. Wobei ich das gut fand, die Idee, jetzt ist das Ding schon wieder abgerissen, nicht nur vom Alter, sondern auch vom Verhalten kann man Generation Z sein. Ja. Das heißt, das kommt gar nicht nur auf das Alter an. Vorsicht. Hoppla, kriege ich das mal irgendwie? Ja. So, ich nehme das mal in die Hand, ganz brav, das funktioniert auch. Ja, geht schon. So. Ja, also die Logik ist, ich hoffe, die Kamera zeigt das irgendwie mit, dass es hier jetzt alles verhängt. Sie sehen vorne was. Ja, wir kriegen das schon hin. Die Logik ist, dass so ungefähr alle 15 Jahre bestimmte neue Generationen kommen, die durch Dinge geprägt sind, die der Jugend passieren. Also bei unserer Zeit gab es zum Beispiel so etwas wie einen Fernseher, es gab etwas wie eine Schallplatte. Die interessante Frage, wer ist hier echt Generation Z? Ja, filmen Sie mal bitte ganz kurz hier auf Sie. Ich bin Generation Z. Sie sind Generation Z. Wie viel passt auf eine Schallplatte drauf? Keine Ahnung. Sehen Sie, das ist Generation Z. Das war doch die gute Antwort. Die schlechte Antwort ist 124 kb. Das ist die ganz schlechte Antwort. Die noch schlechtere Antwort ist, ich weiß gar nicht, was eine Schallplatte ist. Ja, dann hatten wir eben John F. Kennedy als Politiker. Ja, es gab Generationen später, die haben den Herrn George Bush gehabt, Bill Clinton, Barack Obama, die nächste Generation ist von Herrn Trump geprägt. Also man sagt schon, die Generationen sind unterschiedlich. Was man auch sieht, um das Ganze abzukürzen, auch von der Musik her ist es unterschiedlich. Einige können sich mit Woodstock was verbinden. Meine Generation Z-Vertreterin, ganz kurz bitte mal Close-up auf ihr Gesicht. Kriegen wir das irgendwie? Ja. Ja. Was verbinden Sie mit dem Thema Woodstock? Sehr wenig. Können Sie das wenig mehr ein bisschen konkretisieren? Gar nichts. Hippie-Videos. Können Sie, jetzt versuchen Sie es mal. Hippie-Videos aus dem Fernsehen. Rückblicke. Recht altbacken. Ja, das ist natürlich traurig. Das ist natürlich absolut traurig. Es gibt sowas wie Jimi Hendrix. Den Namen kennen Sie auch nicht, oder? Gehört. Janis Joplin kennen Sie auch nicht, Joe Cocker. Doch. Doch, auch schon gehört. Auch schon gehört. Der hat ja, auch, ja, aber auch schon akustisch gehört. Auch schon akustisch gehört. Okay, gut. Auf jeden Fall, das war so meine Generation. So die nächste Generation hatte Musik wie von Nirvana. Nochmal bitte Close-Up auf Sie, bitte. Die ist jetzt heute häufiger dran. Was verbinden Sie mit dem Namen Nirvana? Musik. Auch schon gehört. Was für sowohl eine? Akustisch. Oh je. Mit Akustik meinen Sie, Sie haben sie live gehört? Nein, live noch nicht. Nur im Radio, auf CD. Sie haben sie akustisch gehört. Also Sie haben es noch nicht gehört. Da haben Sie noch was vor, was Sie schon mal schaffen. Okay, aber die Musik ist ein bisschen anders, wie man sich das vorstellen kann. Bedeutet, das war so die Generation, die so ein bisschen fast ein bisschen depressiv war, die eben noch nicht so in der Lage war, sich so zu verselbstständigen, weitestgehend wie die Babyboomer das gemacht haben, die ihr Zeug, ihr Ding durchgezogen haben. Dann kam die Generation Y, der Traum aller Personalmanager. Die sind brav, leistungsorientiert. Haben wir Generation Y hier im Raum? Gut, also das wäre so. Die ganze Bank. Gut, dann erzähle ich das mal. Also leistungsorientiert, karriereorientiert, arbeiten rund um die Uhr, Work-Life-Blending. Wir haben ja eben gesagt, das hängt nicht nur vom Alter ab, sondern auch vom Verhaltensmuster. Also wenn ich jetzt nochmal das Buch Personalmanagement neu schreiben würde, würde ich ein großes Y drauf machen. Weil alles, was in dem Buch drinnen ist, sich primär an die Generation Y richtet. So, dann kommt die Generation Z und da ist auch der Glühwein schon da, dann schließe ich ab. Das ist die neueste Generation, zurzeit die interessanteste. Die beschäftigt sich mit verschiedensten Themen, die aber viele mit privat zu tun haben. Der ganz wichtige Unterschied, Generation Y, Work-Life-Blending, alles miteinander über. Auf der anderen Seite Work-Life-Separation, klare Trennung zwischen Beruf und Privat. Und um eine komplizierte Story ganz harmlos zu erzählen, was wir zurzeit erleben, ist der Versuch, die neue Generation, die das Wertemuster der Generation Z hat, umzuschulen auf das Wertemuster der Generation Y. Weil das der Industrie und der Politik lieber wäre, wenn die sich alle so verhalten würde. Ich befürchte, die Generation Z wird es nicht tun. Und ich befürchte noch mehr, nee, ich befürchte nicht, ich erwarte, und das ist auch lustig, dass eher noch die anderen Generationen sich in Richtung zur Generation Z entwickeln. Und damit ist das, was Sie vorhin gesagt haben, vollkommen richtig. Es kommt nicht nur auf das Geburtsdatum an,
sondern, ich gucke jetzt mal kurz um die Runde hier, auch auf das Verhaltensmuster. Und vielleicht können wir in 2-3 Jahren sagen, sind wir nicht alle ein bisschen Z. Okay, alles rübergekommen, könnt ihr das Glühwein trinken? Ja. Ist erlaubt. Ich frage nur. Ist erlaubt. Ja, ist erlaubt. Okay, gut. Das war ein langes Projekt innerhalb von mehreren Sätzen umformuliert. So. So, dann würde ich sagen. Wollen wir nicht noch auf die Sonnen warten? Oh, wir warten ja, noch. Klar. Natürlich warten wir. Die kann jetzt noch ein bisschen was von Generation Z erzählen inzwischen. Fertig. Daran sieht man auch, die Generation Z reflektiert sich selber nicht. Aber das war zu böse von mir, eigentlich nicht so. Gut. Zum Wohl. Zum Wohl. Bin ich mal gespannt. Also riechen tut's richtig. Mhm, riecht gut. Heiß ist es auch. Aber ist richtig, Alkohol ist keiner drin. Bisschen süß. Fruchtig. Ja. Zu viel Zucker. Zu viel Zucker? Zu viel Zucker. Zu wenig rum. Das kann man ja, das war ich. Zu wenig rum, boah, ich finde, der hat aber schon. Also laut dem Rezept hätte alles, was in der Flasche ist, rein müssen. Bei zwei Flaschen, ja. Okay. Gut, der verfliegt, je länger der kocht, der Alkohol verdunstet. Also der geht ganz raus. Am Schluss ist das alkoholfrei. Ja, das der kommt. Echt alkoholfrei. Der verdunstet. Das heißt, der Unterschied zwischen Kinderpunsch und Nicht-Kinderpunsch ist, Kinderpunsch ist länger gekocht. Genau. Ah, ja. Das ist doch schön. So, ja. Gerade so das Ende vom Jahr nutzt man ja auch oft für Rückblicke. Und hier am Lehrstuhl, insbesondere alles um Professor Scholz oder alle hier, haben sehr viel erlebt dieses Jahr. Auch außergewöhnliche Ereignisse. Und eins davon, da durfte ich schon einen tollen Vortrag drüber hören, beim BPA-Event, das wir auch hier alle ziemlich zelebriert haben mit der Show, war über seinen Besuch in Silicon Valley. Und das hatte auch das Forschungsthema Generation Z zum Hintergrund. Und ja, ich würde mich jetzt freuen, wenn er uns ein paar genauere Einblicke gibt. Mhm. Wir haben nachher auch noch ein Video, aber ich glaube, er weiß am besten, wann wir das abspielen sollen, wann es in seine Erklärung oder in seine Erzählung jetzt reinpasst. Okay, das sind zwei Inhalte. Für Block 1 ist die eher humoristische Einlage nach dem Motto, wie wir da rumgelaufen sind. Okay. Block 2 ist die eher wissenschaftlich interessante Sache. Ich fange mal mit den wissenschaftlich Interessanten an. Was für uns interessant war, also für Lisa und mich, wir waren ja zusammen da drüben, war, dass sehr viele von den Märchen, die hier über Silicon Valley erzählt werden, nicht im geringsten wahr sind. Also, um das mal ganz klar zu sagen. Hier gibt es eine Idee von Silicon Valley, von lauter Leuten, die sich natürlich permanent selbst verwirklichen, das ist ganz toll, aber rund um die Uhr arbeiten, aufgehen in ihre Arbeit, als Workaholics schon am Sonntag früh anfangen zu arbeiten, Sonntagabend arbeiten, die ganze Woche durcharbeiten, Samstagabend immer noch arbeiten und sich freuen, am Sonntagmorgen wieder arbeiten zu können. Das ist so die Idee, die hier ein bisschen kommuniziert wird. Ja. Und was für mich ganz interessant war, war, mein Fragebogen war immer die Frage drauf, wie halten Sie es mit dem Ausdruck, steht hier oben auch drauf, Work-Life-Blending. Das war das Wort. Ich wollte so ein bisschen ticken, die wie die Y oder ist da so ein bisschen Z schon da? Mhm. Ja, ja, machen wir, ist ganz, ganz wichtig. Also immer wieder erzählt, ist total wichtig und dieser Mitglied war schon ganz frustriert, weil die alle mir Work-Life-Blending erzählt haben, wo ich der Meinung bin, Work-Life-Separation ist ein wichtiger Punkt. Bis einer dann mal dazu gesagt hat, ja, ja, Work-Life-Blending total wichtig. Werktags immer von 9 bis 5. Ja, das klingt jetzt etwas flapsig, aber das war die Logik. Das heißt natürlich Work-Life-Blending, Übergang vom Privat- ins berufliche Leben, werktags zwischen 9 und 5. Und man hat es ja auch gesehen, bei den großen Firmen sind die Busse wirklich wie, ich weiß nicht, da waren riesen Buskolonnen, wo die in der Früh 8 oder 9 die Mitarbeiter gebracht haben und am Nachmittag wieder im gleichen Rhythmus zurückgefahren haben. Das heißt, ganz, ganz viele Märchen, die wir hier vom Silicon Valley hören, bis hin zu der Idee, viele arbeiten zu Hause. Na klar, manche arbeiten zu Hause, weil sie sich den Wohnraum nicht leisten können, weil es zu teuer ist.
Ja, aber die meisten versuchen dort zu arbeiten, gerade Firmen wie Apple. Es sind auch Unternehmen, die versuchen, die Mitarbeiter ganz, ganz bewusst ins Unternehmen zu bringen, zu arbeiten. Das haben wir nicht geschafft. Sie wollte nicht reinfahren zu Apple. Ja, die Absperrung. Sie wollte nicht durch die Absperrung durchfahren. Die bauen ja so ein neues Gebäude dort. Das wollten wir uns angucken. Wir haben es zwar gesehen, da mussten sie mitten auf der Straße noch umdrehen. Weil schon, völlig illegal. Das ist normal in Amerika. Absolut normal, da ist so das Schild U-Turn, kostet 280 Euro. 280 Dollar, da steht dabei, was ein U-Turn kostet. Ja. Aber es ist ganz normal, wir haben es gemacht. Also das ist die, glaube ich, die ganz zentrale Story. Die zentrale Story ist, auch wenn wir immer viele Leute von uns für viel Geld dort drüben Touren buchen, wo die irgendwas sehen, das ist tierisch viel Show. Das ist tierisch viel Ideologie, die dahinter hängt. Aber die wirkliche Ideologie von denen, die dort stattfindet, ist geprägt durch Wohnraum ist sündhaft teuer, Arbeitsplätze sind extrem unsicher, ich werde bewertet fast schon willkürlich durch Leistungsorientierungskriterien und diesen Druck kann ich nur standhalten, indem ich ganz krass unterscheide zwischen beruflichem Leben und privatem Leben. Und das ist eine Story, die uns wirklich überrascht hat und vor dem Hintergrund hat sich die Reise gelohnt. Ansonsten war die Reise unabhängig von Wissenschaften natürlich auch lustig. Dort ist es so üblich, dass man also wirklich alles per YouTube irgendwie sofort hochlädt oder irgendwie, dass man mit 360-Grad-Kameras filmt oder gefilmt wird oder beides gleichzeitig macht. Dass alles sofort auf Twitter hochgeladen wird. Und da gab es auch eine Stelle, da haben wir beide jemanden von, SAP besucht. University Alliance, und der hat, ein ganz lieber netter Mensch, hat auch sofort alles immer gefilmt, der ist immer mit seiner Kamera rumgelaufen. Und ein Rad gefahren. Also so ein Tretding. Und hat dann, während wir dort waren, uns schon gleich irgendwie hochgeladen und irgendwie. Und da gibt es, glaube ich, einen kleinen Film, der dann auch gleich sehbar war. Genau, das hört sich richtig spannend an und dann schauen wir jetzt mal den Film. Here we are at Stanford University Engineering Center with Professor Christian and Lisa from Saarland University in front of what's behind us. That's the Google machine, the first storage of everything which is currently running the world. And right here at Stanford, we get to see it. There's Legos on top of it, and they're faded, so we think that they're the original ones that Larry and Sergey used. Yep. On the right of us is the Stanford Technology Ventures program. On the right is also Lisa. Thought leaders in organizational and systems and multi-perspective, they say it much better than I do, so I won't finish that sentence. It still sounds good. Yeah, right? And then the Institute for Computational and Mathematical Engineering, big math, engineering, big data, and the HANA immersive visualization environment, 74 million megapixels. Yeah. And we're all impressed. Da sind wir ja wieder. Okay, ja, war ein schöner Beitrag und war auch eine schöne Geschichte. Ja. Aber die Generation Z spielt ja nicht nur im Silicon Valley ein Thema, sondern auch in ganz Europa. Und dafür gab es ja den Gen Z-Gipfel hier in Saarbrücken, den auch Sie veranstaltet haben. Mhm. Vielleicht können Sie uns hier mal noch kurz ein paar Einblicke geben. Also generell ging es so um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die es in den verschiedenen Ländern gibt. Was haben Sie vielleicht kurz schon mal vorab als Fazit? Kommt nachher das Fazit noch als Film? Das kommt auch noch als Film. Sie können auch gerne erst nach dem Film. Dann machen wir erst einen Film und dann mache ich das Fazit. Okay, dann machen wir jetzt. Dann kriegen wir keine Redundanz. Gewisse Dinge, die sehr ähnlich sind, aber es gibt gerade in den verschiedenen Ländern in Europa wirklich große Unterschiede in bestimmten Punkten, die natürlich auch geprägt sind von bestimmten Ereignissen, die aber auch geprägt sind von bestimmten sozialen Situationen, von wirtschaftlichen Daten etc. I see many common features with the other countries. They are clearly digitally oriented, communication trends are highly dynamic, there are new tools established within 1 year, old ones lose their importance. For example, SMS is something young people don't use anymore, they switch to WhatsApp or Snapchat or even newer tools. They're digital native, they cannot live without a mobile phone. Tendencies to establish connections with youth for all over the world by the digital media. Something that is maybe more interesting when we think about generations
is their way of looking at different cultures and maybe the way how they accept that and how they faster accept a different culture than maybe my generation or the generation before me. It is very important to understand the difference between the generation X, their parents, and generation Z, their children, because then it will be more simple to understand the conflicts they have, and they have a lot of conflicts. And what we often have is generation gaps or generation conflicts. Establish more cuts with the traditional and customs. That's the generation of contradictions, because they have lots of contradictions and opposite thoughts and opposite types of behavior in their life. For example, they communicate all the time because they have different technical devices, but they also feel very lonely. It's two opinions that kind of go opposite side. One is that they are really scared for themselves, for their future. But if you ask them a real question, are you scared for the future? They will be like, the Serbian Gen Z will say, oh, I'm not scared for the future. Ah, what happened, it happened. High self-esteem. Mm-hmm. They want to be autonomous. They want the freedom to choose the work hours, work spots, and their how they do the work. The other features about Generation Z are quite similar to the other countries. On average, Z in whole Europe is almost the same. The Generation Z has started at the year 2000. Why? Because that's the moment when the new political system has started. So it's the Putin's generation that they haven't seen, they haven't met any other president, they haven't lived in any other political system. What is special as well is, I think, the influence of politics. Because of direct democracy in Switzerland, which is very strong, what is maybe different from other countries in Europe is that they live in a pretty comfortable situation. Economically, there is not a lot of fear of being unemployed. This is very different from Spain and Portugal. They live in a pretty secure bubble, I would say. We have a very high rate of unemployment in Spain, especially youth unemployment. They can't see their future with a positive feeling. The kids in Serbia are still afraid of the future for work, for are they gonna have a job, what kind of job they're gonna have. So the economical situation kind of influences their way of social responsibility when we talk about behavior. Their attitude can be, yes, I like nature, I like the environment, I like to help people, I will volunteer to help people. But if on the end of the day they will need money, they will always choose the different side. Generation Z is under pressure of traditions and traditional values, and the society demands that they have to follow the same traditions that their previous generation had. One of the things that is also interesting, if we are talking about that, it's families, and maybe in Serbia we are more traditional than Western Europe, maybe because we value a family, a family's parents, the help of parents, value their opinion. And family is first, friends are second. And this is something that is really good if you're talking about culture and cultural ties inside the country, because then we can help each other out and be much more supportive. But what differ is the interaction between Z and the older generations. Ja, also vorab kurz, bevor Sie uns Ihr Feedback zu diesem Tag geben oder zu dem ganzen Gipfel. Unser Feedback war, dass viele Sachen gar nicht so länderspezifisch sind, sondern dass oft so dieselben Eigenschaften beschrieben wurden, aber dass die ganz oft abhängig sind von den Rahmenbedingungen in den verschiedenen Ländern, zum Beispiel von der Politik. Mhm. Würde ich genauso sehen. Das heißt, die Eigenschaften sind sehr ähnlich, aber die Intensität, in der man die Eigenschaften ausleben kann, die sind unterschiedlich. Mhm. Und das hängt natürlich davon ab, wirklich wie die politischen Rahmenbedingungen sind. Natürlich, jeder wünscht sich irgendwie einen Job, wo er sich verwirklichen kann.
Nur wenn wir eine Arbeitslosenquote von 40% haben, wie teilweise in Spanien oder Portugal, in der Jugendarbeitslosigkeit, dann ist das natürlich wesentlich schwieriger. Und so gesehen, das ist, glaube ich, auch der Punkt, den wir als Quintessenz mit rausgenommen haben, dass tatsächlich das Z-Muster durchaus ein sehr spezifisches ist, das aber in den Ländern ein bisschen zeitlich verschoben ist. Also Russland zum Beispiel, das ist es ungefähr 10 Jahre weiter nach hinten. Da ist die Generation Z auch identisch mit etwas, was man Generation Putin nennen kann. Ja, die sind aufgewachsen unter Putin, die sind weiter unter Putin. Heißt nicht, dass sie jetzt Fan von ihm sind, das will ich gar nicht kommentieren. Aber das ist ihre Generation, die ist eben anders geprägt. Ja, und ansonsten haben wir schöne Länder, schöne Sachen erlebt. Also Serbien, das war ein Land, haben wir viel gelernt. Auch die Idee, erzählen Sie es. Jetzt muss ich. Also, wenn ein serbischer Mann Vater wird, gibt es ein ganz, ganz besonderes Ritual bei denen. Also, man kommt zum Beispiel zur Arbeit voll bekleidet als normaler Arbeitnehmer und man sagt, ja, ich bin Vater geworden und alle reißen einem die Klamotten vom Leib. Also, erst das T-Shirt. Ja. Und der Teilnehmer aus Serbien hatte sogar 10 T-Shirts an dem Tag dabei, hat er gemeint. Und sie haben nicht gereicht und abends haben sie ihm dann sogar noch seine Hose zerrissen. Weshalb er dann in Unterwäsche nach Hause laufen musste und die Polizei hielt dann neben ihn und fragte so, Entschuldigung, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Sie laufen hier bei kalten Temperaturen mit Unterwäsche rum. Und er sagt dann so, ja, ich bin Vater geworden. Die so, ach so, sollen wir Sie nach Hause fahren? Also das scheint da sehr, sehr üblich zu sein, aber er wusste leider nicht, woher es kommt. Er recherchiert das bei seiner Großmutter, vielleicht werden wir es eines Tages erfahren. Ja, also das war die Anekdote. Grundidee wirklich zwei Sachen. A, wir haben viel dazugelernt und es ist ein schöner Kreis entstanden aus ganz, ganz unterschiedlichen Leuten, ganz, ganz unterschiedliche Leute, die auch sehr unterschiedlich denken, auch vom Hintergrund sehr unterschiedlich sind, die aber gemeinsam dieses Forschungsobjekt Generation Z in Europa vorwärts treiben wollen. Und unser nächster Termin ist Anfang August in Atlanta, in Georgia, wo wir versuchen, das Ganze in der AOM unterzubringen. Die Insider wissen, AOM ist eine Tagung in Amerika, wo wir schon häufiger waren. Also wir zumindest waren schon häufiger da. Aber wenn man dort etwas einreicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es angenommen bekommt, sehr gering. So gesehen ist das eine Challenge, aber wie auch Ihre Generation Challenges annimmt, versuchen wir das auch so zu machen. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Merci. Aber zum Thema Generation Z gibt es hier am Lehrstuhl doch noch mehr zu berichten. Wir haben da so ein bisschen was gehört, aber da sind gerade so Sachen am Laufen bezüglich der Forschung, in Arbeit, in der Planung. Und wir hätten jetzt ganz gern, dass die Orchide und die Lisa uns ein bisschen was erzählen von dem, was sie da gerade so vorbereiten. Dankeschön. Magst du starten? Also ja, dann starte ich mal. Genau, wir wollen so einen Generation Z-Workshop quasi. Was heißt quasi? Den gleichen eigentlich, den wir in Europa gemacht haben, wollen wir halt für Asien vorbereiten. Und dazu suchen wir halt Forscher in Asien, beziehungsweise wir haben sogar schon einen Host in Asien, also einen Gastgeber, der uns da empfängt. Und das ist so Mitte Januar circa. Und wir wollen da genau die Generation Z-spezifischen Charakteristika von Asien und Pazifik rausfinden, also Australien, Neuseeland und so, die spielen auch eine Rolle. Also das Gleiche, was jetzt in Europa stattgefunden hat, wollt ihr dann sozusagen auch für diesen Bereich analysieren? Genau, genau, das machen ja Professor Scholz und ich sind da zugange und wollen dann Mitte Januar in Bangkok sein und den Workshop da halten. Das wird insofern ganz interessant. Gerade in so Ländern wie Thailand, aber insbesondere auch in Länder wie Kambodscha, Laos, Vietnam, ist die Generation Z die Generation, die zahlenmäßig absolut überwiegt. Das heißt, die hat das Land fest im Griff. Und deswegen werden wir gucken, ob die These, wie Sie es gerade zusammengefasst haben, dort auch so funktioniert. Gleiches Grundmuster, aber etwas anders ausgelebt. Oder ob es nicht ganz anders ist. Gut, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was da kommen wird, was sich da so ergeben wird. Und Lisa und hat vielleicht auch noch... Ja, genau. Willst du auch noch kurz was dazu berichten? Alles gut. Alles gut. Im Endeffekt das Gleiche auch nochmal in Afrika. Also im Endeffekt verteilen wir uns über die ganze Welt und schauen uns da alles an. Also in Afrika werden wohl wahrscheinlich die Rahmenbedingungen eine große Rolle spielen, die schon an,
gesprochen wurden bei der Generation Z, weil die natürlich mit dem Internet noch viel mit Internetcafés arbeiten und selbst die Unis nicht einen VPN-Zugang haben. Also da können die Studenten dann nicht einfach sozusagen in eine virtuelle Bibliothek gehen, sondern müssen wirklich schauen, wie sie die Sachen bekommen, also die Paper und alles. Und das ist halt natürlich ganz anders, als es jetzt zum Beispiel hier in Europa ist. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt und hoffen, dass darüber auch bei OrgaTV berichtet wird. Okay, das mit Sicherheit, aber ich muss jetzt fragen, ich finde es einfach zu interessant. Darf man fragen oder ist es geheim? Wie wollen Sie das denn überprüfen? Ich meine, die Länder sind deutlich ärmer und mit welchen Methoden gehen Sie daran? Oder ist es noch geheim? Das ist gar nicht geheim. Was hat das mit Arm zu tun? Das bestimmt nicht, aber insofern, Sie sind zu den Unternehmen gegangen in Silicon Valley. Mhm. Und den Ländern, wenn Sie da zu den Unternehmen gehen, Sie werden nicht die gleiche Landschaft vorfinden. Es wird auf jeden Fall anders strukturiert sein. Gut, da sind schon Unterschiede da. Das Schöne ist allerdings, dass es doch unabhängig davon, ob die jetzt Geld haben oder weniger Geld haben, sowas gibt wie eine internationale Forscher-Community. Das heißt, Forscher, auch wenn die ganz unterschiedlich sind, haben so eine gewisse Idee, wie sie miteinander umgehen. Und es gibt gewisse Standards, was gute, richtige Wissenschaft ist. Und auch wenn das nicht immer überall erfüllt wird, wird ja auch in Deutschland nicht überall erfüllt, aber das wäre ein Sonderthema, das will ich heute nicht anschneiden, haben wir dort auch Forscher dann, die Papers schreiben, die versuchen, zu Konferenzen zu kommen und so weiter. Das heißt, die Idee einer wissenschaftlichen Forschung versuchen die in anderen Ländern genauso zu erfüllen. Ob wir jetzt zu vielen Unternehmen schon kommen, wissen wir nicht. Wir versuchen erstmal jetzt da Fuß zu fassen und dann sukzessive vorzutasten. Aber ich glaube, wenn die aus ihren Ländern berichten, auch mit den Spielregeln, wie wir es hier gemacht haben, also empirische Forschung, was kam raus bei Fragebogen, was kam raus in Verhalten, bei der Idee, was machen die Jugendlichen tatsächlich, dann glaube ich sehr wohl, dass wir was rauskriegen. Okay, super, dankeschön. Und was wir auf jeden Fall noch machen wollen, ist die Frau Iris Schröder grüßen und die Frau Nathalie Strauß, die hier leider heute nicht dabei sein können. Und was auch noch auf dem Programm steht, gibt es noch irgendwas, was Sie uns erzählen wollen bezüglich Ausblick, was Sie vorhaben nächstes Jahr? Sie haben ja aktuell ein Forschungssemester. Mhm. Oder sind wir so weit, dass wir langsam zum Ende kommen? Das liegt also bei Ihnen. Ich würde sagen, sowohl als auch. Wir kombinieren. Also Punkt 1, was ich auf jeden Fall sagen möchte, das war ein unheimlich erfolgreiches Jahr. Also Kompliment an alle, die da mitgemacht haben. Danke. Wir gratulieren. Das war ein Jahr, wo wir wirklich viel erreicht haben. Wir haben viele Sachen weitergekriegt in der Forschung, haben auch eine gewisse, wollen wir sagen, öffentliche Wahrnehmung für unsere Themen bekommen, wie wir sie nicht immer hatten. Wir haben sie eigentlich immer verdient, aber nicht immer bekommen. Diesmal haben wir sie wirklich bekommen, in einer Intensität, die wirklich schon stark ist. Also was wir da an, man sagt so schön, Media-Coverage bekommen haben, toppt alles, was wir in den letzten Zeiten hatten. Und das ist gut, weil das geht nicht nur um die Generation Z, und damit komme ich auch zum Ausblick, sondern geht auch um die Idee, was das für die Arbeitswelt der Zukunft bedeutet. Und unsere Logik ist ja, dass man jetzt nicht der Generation Z alles glauben darf. Punkt 1. Dass man auch nicht dem Ponyhof der Generation Z alles permanent nachgeben muss. Punkt 2. Aber dass da ein paar Impulse da sind von der Generation Z, die auch wichtig sind für die weitere Entwicklung der Arbeitswelt. Das ist ein wichtiger Punkt. Man muss sich nicht im Hamsterrad aufarbeiten. Das ist eine zentrale Botschaft, die wir mitnehmen müssen, mit vielen Kleinigkeiten, die drumherum sind. Und das ist im Wesentlichen das, was wir im nächsten Jahr machen wollen. Also die Idee, wirklich ein bisschen Demystifizierung der Arbeitswelt, überlegen, wie kann die anders aussehen. Das Dumme ist nur, oder das Interessante ist, dass das ziemlich im Widerspruch zu dem steht, was wir hier bei uns am IT-Gipfel gehört haben, was uns Firmen wie Siemens und sonstige Firmen permanent erzählen, wie die Arbeitswelt aussehen muss. Wir glauben, sie muss nicht ganz so aussehen, sie kann auch anders aussehen. Da hilft uns ein bisschen die Generation Z und das wird uns das nächste Jahr beschäftigen. Okay, vielen Dank für den Ausblick und wir sagen unseren Zuschauern, auf jeden Fall, liked uns in Facebook, liked uns auf YouTube und danke fürs Einschalten. Danke fürs Einschalten. Schaltet danke nächste euch, Woche. Dass ihr da wart. Gerne. War uns ein Vergnügen. Okay, ich bekomme gerade eine Regieanweisung.
ganz, ganz wichtig, muss unbedingt noch in die Sendung rein, muss unbedingt noch in die Sendung rein. Sie haben letztes Jahr gesagt, dass Sie auf jeden Fall dieses Jahr kein schwarzes Hemd mehr tragen wollen. Und ich muss gestehen. Hast du sowas gesagt? Ja. Ja. Wir haben ganz viele Versprechen gemacht letztes Jahr. Ja, ja. Oh, wir haben das überprüft. Die Versprechen, die gucken wir uns zuerst mal an, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Okay, gucken wir uns Versprechen an. Dann schauen wir mal. Erster Punkt, beim nächsten Mal kein schwarzes Hemd anziehen. Roter Pullover. Nächstes Mal ziehe ich einen roten Pullover an. Also das habe ich schon das mal Rot notiert. Kommt gut. Das Rot kommt gut. So, das Rot kommt sowas von gut mit Rentier. Mit Rentier, bitte. Ja, mit Glitzerrentier. Das ist die eine Geschichte. Ist aufgenommen, damit ja, wird es wirklich. Verpflichtend. Ja? Roter Pulli mit Glitzerrentier. Roter Pulli mit werden wir mal. Ja, roter Pulli. Gott. Wir finden eine Lösung. Wir finden eine Lösung, mit der einige leben können. Das zweite, was ich notiert habe, ist, wir werden nächstes Jahr wieder BPA machen. Frau Dr. Becker, ja. Erzählen Sie was für alle. BPA ist ein Preis für mittelständische Unternehmen, die sich mit guter Personalarbeit beschäftigen und entsprechenden Fragebogen ausfüllen, bewertet werden von uns nach einem ausgetüftelten wissenschaftlichen Schema. Und es gibt im November eine große Preisverleihung, wo dann noch alle Preisträger ihr Würfelchen bekommen. Also eigentlich eine ganz tolle Veranstaltung. Mhm. Können wir nicht unter den Tisch fallen lassen? Wir haben nächstes Jahr 30 Jahre Lehrstuhl. Mhm. Kann ich das in diese Kamera dann nennen? Ja, ja, die nehme ich jetzt auch. 30 Jahre Lehrstuhl. 30 Jahre Mitglied dieser Fakultät. Ja. Das ist ein sehr ironisches Jubiläum, weil im nächsten Sommersemester, wenn ich diese 30-jährige Zugehörigkeit feiern werde, es gleichzeitig das letzte Semester dieser Fakultät sein wird. Ja, richtig. Also so gesehen ist das ein etwas makaberes. Zumindest in der heutigen Form. Ja, also einen roten Pulli, wie Sie versprochen haben, haben Sie ja schon genau. An. Da wir uns aber nicht sicher waren, ob Sie einen roten Pulli anziehen, haben wir Ihnen einen gekauft. Und der Nikolaus war da und zusätzlich auch noch zu ihrem 30-jährigen Jubiläum vom Lehrstuhl. Ein kleines Geschenk. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich. Oh, schön. Ein roter Pulli. Anziehen. Och, ist der gut. Wir hätten auch so ein Weihnachtspulli anziehen jetzt. Ja gut, da ziehe ich dir einfach mal drüber jetzt. Geht schneller, ich den anderen ausziehe. Aber das mache ich doch ach, mal. Der ist ja super. Oh, der ist aber. Oh, der ist ja genial. Richtige für Weihnachten. Oh, der ist ja genial. Das mache ich für Weihnachten. Er steht Ihnen. Der steht mir? Ja, tut er. Für die nächste Vorlesung? Den können Sie jetzt, genau, in der Vorlesung und in den Weihnachtssendungen die nächsten Jahre. Okay, für die nächste Weihnachtssendung verspreche ich Ihnen Siegel an. Oh, cool. Ich verspreche es. Ich bedanke mich recht herzlich. Das ist klasse. Dankeschön. Gerne, gerne. Okay. Dann sind wir aber jetzt soweit. Die Sachen mit den Likes, da kommt ihr nicht drum rum, das gilt. Wir brauchen die. Und nächste Woche brauchen wir auch euch wieder, ja, wir dass ihr einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Ich sage jetzt mal von allen ciao. Tschüss. Ciao.